Zuallererst möchte ich sagen, wie viele von Ihnen sind wirklich in irgendeiner Art Wissenschaftler? Okay, great. And like, how many of you are like not in core IT, like in programming, but in something else, like, you know? Aber etwas anderes in Richtung okay. Technologie. That's great. I think we have a good mixture. So, first of all, I'm not sure how it was for you, but weiß ich nicht, wie es für euch war. Aber seit 2015, war ich bei ein paar Events. Child theater play or normalerweise war ich bei Kindertheaterstücken und sie fühlten sich dafür verantwortlich, die Terrorangriffe von Paris zu erwähnen. Und ich will etwas Ähnliches machen, aber auf eine andere Art und Weise. Und zwar genau ein Jahr vor den Angriffen habe ich einen Vortrag in Paris gegeben. Was an anarchist tech bei einer Besetzungskonferenz von Anarchisten. Gene Youngblood. Das war über ein Paper von Gene Youngblood. 2012, I think, in Buenos Aires. Eine Lecture von 2012. Und er war ein Mediatheorist, und er sprach über die Medien, die sich entwickelt haben über die letzten paar tausend Leute, Jahre. If you're in Germany, for example, vor allem über Sendungen. If you are in the US, maybe und wenn Sie in Deutschland sind, dann kennen Sie bestimmt die Heute-Show, Tagesschau oder in Amerika Fox News und CNN. Und er sagt, wenn man sich das anhört, dieser Nachrichtensendung, dann right? We are basically becoming part werden wir Teil des der Informationen, die gesendet werden. We actually need to und er sagt, wenn wir was ändern wollen, dann müssen wir so dem aus dem Weg gehen, dieser Sendung von Informationen. Und das ist meine Notiz zu Paris. Context, so you can und nur etwas von meinem Kontext zu geben, I've been, damit ihr etwas interpretieren könnt, was ich während des Vortrags sage. Totally also zuerst sage ich etwas Positives über EU-Projekte, genauso wie positive Dinge, wie Geld verteilt wird und wie sie versuchen, das Geld zu verteilen. Und das ist wahrscheinlich, weil ich Teil von drei Proposals war für EU-Projekte. Und alle drei wurden angenommen. It's all great and, you know, it's und das easy ändert natürlich meine Sicht auf die Dinge. The other thing is that I also, since about 20-25 years, I auf der anderen Seite, seit 25 Jahren bin ich Teil von Open-Source-Projekten. Und ich habe auch daran teilgenommen, Community Spaces zu organisieren, many interesting things wo happening there. Menschen wohnen können und das hier in Deutschland. Das ist Teil meines Backgrounds. When you think of the EU, wenn du über die EU nachdenkst und über die 80 Billionen oder eher 87 Billionen, denkst du darüber nach, wie man schnell Geld macht, umsonst, für nichts. Und ich denke, dass dieses Ding, dass Money, das Geld in sich selbst ein Ende ist, ist auf der einen Seite okay, Geld zu haben und das ist schön, aber auf der anderen Seite denke ich, dass wenn man nur an Geld glaubt, an Zahlen, an Bits, dann ist das etwas seltsam, sich danach zu richten, nach diesen Zahlen. Auf den Bitcoins ist eine Zahl und da steht, dass die Stärke in den Zahlen ist.
Und das gilt nicht nur über Bitcoin, sondern auch bei der IT-Gesellschaft, die in den letzten Jahrzehnten sehr stark gewachsen ist. Das ist ein sehr großer Glaube, dass diese großen Zahlen, dass Zahlen sehr gut sind. Also alles messen und die Beliebtheit messen und das alles Mögliche. Und außerdem ist er auch ein sehr großer wird auch sehr groß kritisiert, wenn man nur auf diese Zahlen schaut, wenn man nur versucht, diese Gesellschaft und andere Menschen, dadurch, dass man Zahlen, sie in Zahlen fasst. Eine der ersten Personen, die wirklich darüber geredet hat, die das diskutiert hat, vor ungefähr 2000 Jahren, das war Aristoteles. Der ist immer noch. Viele der Sachen, die damals diskutiert wurden, sind heutzutage noch wichtig in unseren Diskussionen, in unserem Denken. Und eine Sache, die er diskutiert hat, war, was macht Geld mit der Gesellschaft? Und eine der Beispiele, die er darüber gegeben hat, war, und diese Information ist von einem Freund, der gerade ein Philosophieprozessor geworden ist. Und der hat mir erzählt, dass Aristoteles damals schon über den Benutzwert von Geld geredet hat. Wie kann man es benutzen, um etwas zu machen? Und nicht nur das Behalten, das Aufsetzen von großen Mengen von Geld. Der hat das schon vor über 2000 Jahren in Athen gesehen. Vor 11 Tagen hat mein Kind, in der Zeit, wo ich auf diesen Vortrag vorbereitet habe, ich habe über Aristoteles geredet und da kam ich in den Raum und das Kind hat diese Brücke gebaut. Gerade allein, er hat irgendwo Geld gefunden und er hat diese Brücke gefunden und er wollte, ich glaube, das ist ein gutes Bild und es fängt auch einen Teil von dem, was Aristoteles gesagt hat. Er möchte hauptsächlich zu einem anderen Platz gehen. Wir wollen ein anderes System haben, wir wollen es anders verstehen. Wir wollen unterschiedliche Wege haben, wie wir kommunizieren, wie wir organisieren. Und auf dem Weg braucht man Geld, um das zu machen. Aber das Ziel ist nicht, das Geld zu bekommen, sondern zu dem neuen Ziel das Ziel zu erreichen. So, jetzt, wo wir das Ganze gesagt haben, reden wir über das Geld. Das Programm, das Research-Programm, ist das größte der Geschichte von der EU, ist das Current Research Programm, das benennt Horizon 2020, also Horizont 2020, und das wird 7 Jahre. Und wenn man die Zahlen herunterbricht, dann bedeutet das, dass sie für jeden Tag 30 Millionen Euro in Projekte investieren. Also während dieses Kongresses werden sie 120 Millionen Euro ausgeben. Das ist ein bisschen teurer als diese Konferenz. Zuvor konnten wir quasi zum Mond fliegen mit diesem Geld. Wir konnten sehr weit kommen. Das ganze Apollo-Programm von der Idee, von dem Anfang der Suchen bis über das Testen der Raketen und wirklich zum Mond fliegen, das ganze Trainieren, alles was dazu war ein ähnlicher Geldbereich. Und heutzutage sollte einiges davon deutlich einfacher sein, weil wir viel der Technologie schon haben. Aber anscheinend sind wir nicht mehr in der Lage, einen Flughafen mehr zu bauen. Aber, naja. Eine der Personen, die in dieser Research wirklich gemacht haben, war Margaret Hamilton. Sie war hat dafür organisiert, dass die Software geschrieben wird. Also als das Sandkapsel wirklich Richtung zum Mond kam, lief dieses Programm, dieser Stapel von Programmcode als Assembler-Code lief auf der Kapsel. Obwohl das Programm viel Papier war, war es eine sehr offene Research-Organisation. Leute haben viele einzelne kleine Probleme geredet und zwar nicht eine sehr große Hierarchie und genau dasselbe haben sie beim Manhattan-Projekt gemacht, um die Atombomben zu bauen. Und genau so haben sie Lasersysteme entwickelt. Damals, in den 50ern, haben sie wirklich nur viele Leute genommen, die gut waren, die irgendwelchen Kriterien entsprachen, und haben sie zusammengesetzt und haben gesagt, macht.
Und das ist unser Ziel. Organisiert euch selber, wie man das macht. Und das ist nicht mehr, wie es heutzutage passiert. Also das Papier, das wir heutzutage machen, Papierarbeiten, die wir heutzutage machen, ist sehr tief in der Bürokratie. Das ist ja die letzte Umgebung, die ich machen möchte. Ein Buch, das diese wissenschaftlichen Änderungen diskutiert, ist früher in diesem Jahr gemacht, und das ist die Ethiopia of Rules bei David Graeber. Und er diskutiert, wie Bürokratie das große Modell ist, wie es heutzutage funktioniert. Und es ist egal, ob man in Ostdeutschland lebt oder in den USA oder in Deutschland, es ist überall dasselbe. Die Bürokratie ist überall und es wird immer größer. Und ich vermute sogar, und wir können da später darüber diskutieren, dass die Software, die wir heutzutage schreiben in der IT-Systemen, die wirklich im Endeffekt diese Bürokratie verstärken. Also es gibt viele, in Callcentern, die hauptsächlich nur Software machen, die eine Sprache zu der Software schreiben. Die haben keine eigenen, können einen nicht selber machen. Da kann niemand etwas entscheiden. Wird alles nur von diesen Regeln getrieben. Und da ist teilweise etwas Faszinierendes dabei. Es ist egal, wer ich bin. Meine Nasengröße ist komplett egal. Das ist einfach, dass ich hingehen kann und ich kriege, was ich bekommen möchte. Aber es hilft halt einfach, dass niemand mehr entscheiden kann. Okay, also lasst uns anfangen. Der praktische Teil. Informationskommunikationstechnologie ist das eine Ding, was 20 bis 18 Prozent vom Horizon Project Geld zugehört. Und es gehört basisch dazu, dass alles, was auf dem Kongress stattfindet, in verschiedenen Formen. Und ich finde es interessant, dass die EU einen liberalen Markt hat, aber es gibt auch noch andere Aspekte, wie das Ziel, was sie nennen, das überhängende Ziel ist, dass es einen Vorteil für europäische Firmen und Bürger hat. Und was man sehen kann, ist, dass sie doch etwas tiefer gehen und dass sie Open Source zulassen und wie zum Beispiel Freifunk, was auch Geld bekommen hat, und andere Leute. Da ist eine Öffnung, was auch das Hauptziel ist. Sie haben sechs Dinge, die sie tun. Und was auch offensichtlich ist, wenn man ein paar von den Metadocs von ICT-Strategien liest, ist, dass sie sehen, dass Software die Welt ist. Software ist überall. Und das bedeutet auch, dass es eine andere Verantwortung gibt. Und das bedeutet auch, dass man interdisziplinäre Themen braucht. The Bitcoin people tend to do this. Ich weiß nicht, ob Bitcoin-Leute haben eine gute Vorstellung, wie die Geschichte aufgebaut ist. Und David Graeber, den ich vorher erwähnt habe, er ist ein Anthropologist und er weiß viel über die letzten 5000 Jahre der menschlichen Evolution, für die gut geforscht worden ist. Aber wenn man jetzt mit IT-Leuten spricht und über Gesellschaft spricht, dann kriegt man eine recht simple Sicht. Und das kommt daher, dass IT so wichtig geworden ist, dass wir ITler glauben, dass wir wissen, wie die Welt funktioniert, weil IT so wichtig ist und weil man so viel Geld bekommt. Und ich glaube, das ist sehr gefährlich. Und ich komme darauf noch zurück gegen Ende. Auf jeden Fall, diese sechs Richtungen sind erklären, wie was auf diesem Kongress stattfindet, die sechs Dinge.
und es passt perfekt. Lasst uns gucken, wie das tatsächlich funktioniert. Was ich die Application-Umgebung nenne. Ich würde gerne eine Notiz vor der Haupterklärung, wie das Projekt, was ich mache, gestartet ist. Es hat angefangen mit dem Gespräch mit Menschen, die interessante Dinge taten. Wenn man ein Network hat, also ein Netzwerk, wie zum Beispiel hier. Und letzten Kongress habe ich genau das gemacht. Ich bin zum Kongress gegangen und habe mit ganz vielen Leuten gesprochen. Und es ist eine geniale Idee, einfach nur mit Menschen zu sprechen. Zufällig. Und man findet was raus. Also die Anwendung für die EU. Was die ICT veröffentlicht, ist ein zwei Jahre Programm und ein Call. Und der ist relativ kurz, eine halbe Seite, in dem ganz viele Keywords, also Kernwörter sind, in dem viele neue Wörter drin vorkommen, wie zum Beispiel digitale, soziale Plattformen. Darauf haben sie letztes Jahr viel Geld investiert. Neue digitale, soziale Plattformen. Und diese Calls, die 3 Monate vorher veröffentlicht werden, dann kann man sehen, was die veröffentlichen wollen. Und wenn man jemanden im Kontext hat, der in Brüssel zum Beispiel lebt, dann kriegt man ein bisschen mehr Informationen über den Call und welche Calls durchkommen. Wenn man nicht interessiert ist, dann muss man 2 Dinge tun. Ein Proposal schreiben, einen Vorschlag, und man muss ein Konsortium starten. Von Organisationen und Non-Profit-Organisationen. Das können Universitäten sein, oder einfach nur Firmen. Wenn man in diesen 3 Monaten ist, dann ist man im Deadline und man muss als Konsortium das Proposal einsenden. Und dann wird das bestätigt oder nicht. Und jetzt ist es relativ schnell. Jetzt dauert es noch 3 Monate. Vorher waren es 9. Und nach 3 Monaten weiß man, ob man angenommen worden ist oder nicht. Und jetzt viel über kleine Firmen. Was sich verändert hat, und das finde ich sehr positiv, das sind persönliche Gründe, dass vor 10 Jahren war das Funding 10%, 50%. Die EU gab einem 200.000 und man musste sich halt darum kümmern, dass man selber 2.000 dazu bekommt. Und jetzt, um es leichter zu machen für kleine Firmen, ist, dass sie 100% funden, also geben. Zusätzlich kriegt man noch 20% obendrauf. Und wenn man eine kleine Firma ist, dann kriegt man zusätzlich noch 2.000 für zusätzliche Sachen. Und das ist eine positive Veränderung meiner Meinung nach, da kleine Firmen somit eine Chance kriegen. Ich zum Beispiel hatte eine eigene kleine Firma und wusste nicht, wie ich die Leute einstellen soll. Und erst Subverträge machen und später war ich wieder eine Ein-Personen-Unternehmen. Und es ist sehr schön, weil man Leute einstellen kann und die flexibel arbeiten. Und heute ist auch Papierarbeit besser, also Bürokratie. Auch das Registrieren als eine Firma, das ist heutzutage nur noch ein halber Tag Arbeit oder vielleicht ein Tag. Wenn Sie einen Antrag schreiben, dann sollten Sie wissen, wie die Überprüfung stattfindet. Sie haben 3 Kriterien und für jedes Kriterium kriegt man bis zu 5 Punkten. Zum einerseits Exzellenz, das heißt, das Projekt, was Sie Ideen haben, die Ziele, die Sie haben, wie die müssen
an der aktuellen Katze sein, also insbesondere dem Bereich, wo Sie arbeiten. Was ist der State of the Art? Und dann geht es darüber, wie wollen Sie das verbessern? Was wollen Sie mit diesen wissenschaftlichen Forschungen machen? Das muss wirklich stark sein. Es ist nicht, ich verbessere dieses Untersystem ein kleines bisschen, sondern es muss wirklich etwas, was über 2 oder 3 Jahre einen Erfolg bringt. Dass vielleicht 10 Leute daran arbeiten müssen. Und man muss immer vorne an der Kante der Forschung sein. Impact ist quasi der liberale Marktaspekt. Das Ziel ist, die erfolgreich vom der Gesellschaft durch das Erstellen von einem europäischen Markt und den Stärken, wie man den europäischen Markt stärkt, im Gegensatz zu den bösen Asiaten oder den Amerikanern. Also diese Idee wird man dort auch jedes Mal wiederfinden. Man muss schreiben, wie verstärkt man den Markt dadurch. Welche Produkte könnten daraus entwickelt werden oder welche weiteren ökonomischen Möglichkeiten erstellen daraus? Und dann, das dritte Kriterium ist Qualität und Effizienz. Und das bedeutet, wie gut geben Sie das Geld aus? Wie viel gut werden die einzelnen Partner, die daran sind? Wie gut sind die Leute, die darin involviert sind, qualifiziert? Sie müssen quasi ein Vertrauen erstellen, dass sie nicht nur irgendeine großartige Idee haben, sondern dass sie das wirklich ausführen können, dass sie es wirklich tun können. Und das ist, wo man vergangene Open-Source-Projekte, die man gemacht hat, vergangene Projekte allgemeiner Art, die man gemacht hat, und auch Wissenschaftler, die darin involviert sind. Denn man muss auch Papers darüber veröffentlichen. Aber das ist nur ein Aspekt. Man braucht auch die müssen auch schon vergangene Arbeiten haben, die gut funktioniert haben. Dies Evaluierungsprozess ist ein bisschen, also viele Sachen, die ich sage, positive Sachen, aber es ist sinnvoll. Zuallererst wird es zu unabhängigen Reviewern geschickt. Die sind nicht von der Europäischen Union angestellt. Sie kriegen 450 Euro pro Tag und sie kriegen heutzutage, früher haben sie sich in einem Raum getroffen, heutzutage kriegen sie vorher die Proposals zugeschickt, quasi per E-Mail, dass sie im Internet danach Research machen können. Sie überprüfen, dass das, was man geschrieben hat, in der wirklichen Welt auch passt. Und sie versuchen auch 3 bis zu 5 Punkte geben. Excellence, also wie gut können sie über den State of the Art, wie Impact, wie hilft es der Economy und drittens Qualität. Jeder gibt bis zu 5 Punkte für jedes, es wird additiert und wenn 2 Leute, die dasselbe Review, die dasselbe Anforderungen anschauen, müssen miteinander reden. Und entweder sie bezeugen einander oder sie machen den Durchschnitt. Und wenn der eine sagt, hey, die Qualität ist 3 aus 5 und der andere sagt, ja, nein, das ist eher 5 und dann können sie sich entweder auf 3 oder 5 bestätigen oder vielleicht gibt es auch noch weitere Leute, die in Konflikten darauf schauen. Das ändert sich auch von Zeit zu Zeit und auch innerhalb vom Call ist es teilweise Unterschiede. Die Summe von diesen Punkten ist bis zu 15 und es gibt keine Grenze. Es ist nicht so, wenn man sagt, hey, 13, dann ist man erfolgreich. Oder selbst wenn man 15 hat, dann braucht man immer noch eine Sache. Und es hängt immer davon ab, wie viele Anträge für diesen einzelnen Call sind. Und wenn 30 sind, es gibt auch in der Regel 2 bis 3 Millionen für eine Gesellschaft, dann kriegt man 5 Projekte rein, das sind 30 Projekte, dann werden die am besten gerankten das Geld bekommen. Also vielleicht ist die Grenze bei 13 Punkten oder 14 Punkten. Es hängt davon ab, wie viele Anträge da sind und wie gut es ist. Und es ist außerdem eine ganze Industrie, die dabei ist, dieses Projekt zu zerstören, daran einzubrechen, das
Zum Beispiel gibt es Firmen, die Services anbieten, wie man diese Anträge schreibt. Zum Beispiel, was viele Leute in diesem Bereich sagen, ungefähr die Hälfte der Anträge sind quasi überhaupt nicht akzeptabel, weil sie entweder sehr gut geschrieben sind, weil das professionell geschrieben wurde, Leute, die das zum 20. Mal schreiben, aber es ist kein Inhalt da. Es ist keine Exzellenz vorhanden. Viele Buzzwords, aber nichts inhaltlich. Und dann gibt es das andere Extrem, wo es ein sehr starkes Projekt ist, aber es ist quasi unmöglich zu verstehen, was sie wirklich machen wollen. Und die Struktur der Arbeit ist komplett unlogisch. Und die werden, und viele werden einfach neu eingereicht, ein bisschen verändert, und das sind ungefähr die Hälfte der Proposals. Also man hat, wenn man diesen zwei Barrieren überschreitet, dann hat man nur noch 10 bis 15 Mitstreiter. Also die Chancen sind doch ein bisschen besser. Und die Sache ist, die ist sehr einfach, als eingegrenzte Community die EU zu kritisieren mit der ganzen Demokratie und den ganzen internen Agendas und so weiter. Und das ist nicht rein fair, weil ich auch in vielen diesen Programmkomitees involviert war, wo ich Vorträge gesucht habe. Das waren Community-Konferenzen. Und ich kann meine eigenen Erfahrungen sagen, dass der Auswahlprozess in vielen Bereichen einfach zufällig ist. Leute sagen, hey, das ist ein großer Vortrag oder das ist eine gute Idee. Und es ist nicht wirklich ein transparenter Prozess. Die normale Mail, die man bekommt, wenn man etwas einen Antrag schickt zu einer Konferenz, exklusive diesem 32C3, ist, oh, ist so lang, ist so schade, es waren so viele interessante Anträge, wir mussten auswählen, es war sehr schwer und bla 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 und wir haben alles versucht und wenn du, ja, danke, später, und es gibt überhaupt keine Informationen darüber, warum man nicht angenommen wurde. Welcher Aspekt war das Problem? War das der inhaltlich interessant oder konnte man das nicht verstehen, was man machen wollte oder so? Aber mit der EU, da kriegt man in der Regel die Nummer. Man sieht, oh, sie dachten wirklich, die Exzellenz war da. 5 Punkte. Also so gut man sein kann. Ah, sie glaubten, es ist sogar ein guter Impact. 4 Punkte. Und sie glauben, dass die Qualität die nur 3 ist. Und manchmal stehen da sogar Sätze, warum sie das denken. Und ist sogar ein ansatzweise sinnvoller Feedback. Und dann kann man sagen, hey, die Idee ist gut, aber vielleicht muss man ein bisschen mehr um den Bereich, um den Mitarbeitern arbeiten. Oder andersrum. Ich weiß zum Beispiel, dass ein sehr interessantes Projekt ist. Ich weiß einige Projekte, die da nicht ganz darüber halten, das interplanetarische Feldsystem. Das ist über ein dezentralisiertes Netz und sehr viele Leute haben da sehr viel Interesse dran. Und es wurden 9 Vorträge für diese Konferenz eingereicht und keiner von den Vorträgen wurde angenommen und keiner weiß warum. Und diese ganze Sache, ja, die EU ist schlecht und die sind undurchsichtig und dann sollte man sich auch mal selbst angucken und darüber nachdenken, ob wir die Dinge so viel anders machen. Und sagen wir würden nur 1 Billion verteilen. Wie würden sich Strukturen hier entwickeln? Wie zum Beispiel versteckte Agendas, und Leute, die sich dann absprechen. Und es ist anders, wenn man sich in diese Position versetzt. Wenn man tatsächlich angenommen wird mit seinem Proposal, dann ist es so, dass man natürlich das Projekt umsetzen muss. Und weil man 4 Jahre vorher planen muss, wenn man anfängt, das Projekt zu planen. Wer kann schon 4 Jahre im Voraus über sein Leben denken? Es ist so, die Leute, die man in dieses Projekt reinzieht und die Leute, die dann ausfallen, weil sie Kinder bekommen oder wer weiß, da muss man sich auch noch um das alles kümmern.
Und natürlich musst du das Einzige liefern, was man der EU versprochen hat. Und aus legalen Gründen muss man 15 Seiten liefern. Es gibt 6 Arbeitspakete. Es gibt verschiedene Partner in jedem Arbeitspaket. Und es gibt in diesem Paket zum Beispiel 3 Aufgaben. Zum Beispiel ein Release von Software und ähnliche Dinge. Und diese Sachen, die man liefern muss, sind die legalen Dinge, die man senden muss. Und wenn man das nicht tut, also die Sachen sendet, dann muss man das Geld zurückgeben oder man hat Probleme, das Projekt zu beenden. In dem Proposal gibt man den ganzen Kontext, der wichtig ist, um die Work Packages, also die Arbeitspakete zu verstehen. Und die gucken nur auf das, was man mit den Work Package, also mit den Arbeitspaketen umgesetzt hat. Und ob es die Frage ist, ob es so aussieht, ob jeder Teil der Partner nur das tut, was in seinem Projekt ist, oder ob man zusammenarbeitet, ob man wirklich vorhat, das Projekt zusammen durchzuziehen oder nur als Einzelteil. Und dann muss man sich darum kümmern, dass die Dinge umgesetzt werden. Und ich bin Teil von deutschen Projekten und ich hoffe, niemand hört jetzt zu, der Teil davon ist. Und ich möchte sagen, dass das Projekt EU 2020 tatsächlich rationale Teile hat. Wie zum Beispiel, wenn jemand nicht mehr mitmachen kann, weil er ein Kind hat, zum Beispiel, dann wird das Geld an andere Partner weitergegeben. Und das ist der Punkt, wo Vertrauen und solche Dinge zusammenspielen müssen. Und in anderen Firmen, wenn man Geld umschieben muss, dann kann das ein großes Problem sein, weil die intransparent arbeiten. Und wenn man sich nicht vertraut, dann kann man das Geld nicht anders strukturieren. Und es hängt sehr von den Menschen ab, mit denen man arbeitet. Nun, ein Beispiel für den jetzigen Call. Und zwar die Menschen, die sich da jetzt reingegangen sind, und es hat im Januar angefangen, ist ein Beispiel für interdisziplinäre Technologie und viel ICT, wie hier beim Kongress. Sie wollten etwas haben, ein Forschungsprojekt, das tatsächlich technologischen Fortschritt bringt, zum Beispiel was Privatsphäre und Anonymität betrifft. Und es ist teilweise eine Reaktion von der EU auf Snowden. Und sie haben Snowden gesehen und gesagt, ja, da muss was gemacht werden. Und was wir getan haben, viele Leute kamen zusammen. Das erste Treffen, in dem ich teil gehabt habe, Entschuldigung, 1 Jahr und 3 Monate. Und das tatsächliche Treffen, wo mehr Leute teilgenommen haben, 2 Uhr morgens im 31C3, haben sich Leute einfach in den Fluren getroffen, die darüber sprechen wollten. Und es waren 3 verschiedene Menschen aus 3 verschiedenen Ländern und 3 verschiedenen Kontexten. Also Hintergründen. Also wir trafen uns zusammen und haben gehört, dass es einen Call gibt. Und wir haben uns, also das ist das Projekt, das ist Teil des Textes von dem einseitigen Call. Und wir haben uns gedacht, genial, wir nehmen das und wir konzentrieren uns auf den Privatsphäre- und Anonymitätsteil. Und das ist, was wir gemacht haben.
es ist etwas direkt gesagt. Menschen, die sich da, die an dem Projekt teilnehmen, wollen Forschung betreiben in dezentralisiertes und Privatsphäre schützendes Protokoll. Also es gibt verschiedene Peer-to-Peer-Protokolle und Messaging-Protokolle, sowie auch mehr transparente Verschlüsselung für E-Mail, die Teil dieses Projekts sind, sowie Community-Forschung, und zwar wie und warum dezentralisierte Verschlüsselungsprojekte funktionieren in dem heutigen Markt. Das ist kein triviales Problem. Ein anderes Projekt, was ich nur erwähnen wollte, und zwar ist das Palette-Projekt, was ich auch schon bei einer anderen Konferenz vom CCC vorgestellt habe. Und zwar, dieses Projekt gibt es schon ein paar Jahre. Und es ist ein Projekt von Leuten, die den Call interessant fanden und gesagt haben, gut, wir machen das jetzt. Und dann haben sie auch die 3 Jahre Geld bekommen. Und das andere Ding, wieso die EU glücklich ist, dass dieses Projekt noch funktioniert, ist, und zwar, dass das Projekt immer noch stattfindet. Und das ist nicht das Typische, was bei solchen EU-Projekten ist. Und zwar normalerweise ist es so, dass sie das Geld bekommen, die Arbeit machen über die Zeit und dann ist das Projekt tot. Selbst die Webseite verschwindet. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass Leute, die diese Projekte managen, wollen, dass diese Projekte, wenn man da Geld reinsteckt, auch umgesetzt werden. Und dass sie das machen, weil sie ein Ergebnis davon haben wollen und nicht einfach nur Geld auf nutzlose Projekte schmeißen. Und das Wichtigste ist natürlich die Vision des Projekts. Und natürlich, dass man das Projekt auch machen wollen würde ohne EU-Gelder. Und man ist natürlich noch glücklicher, wenn man tatsächlich das Geld bekommt und das Projekt umsetzen kann und damit überleben. Und vor 10 Jahren, ich habe mich jetzt noch nicht darum, in letzter Zeit nicht mehr sehr darum gekümmert, aber vor 10 Jahren war es so, gibt es in jedem Land in der EU einen Ansprechpartner, und zwar in Deutschland die NKS, und zwar die deutsche Raumfahrtorganisation, die auch als Kontaktpunkt fungiert. Und zwar, was mit diesen Kontaktpunkten ist, dass sie sehr nützlich sind und dass sie nicht die EU vertreten, sondern die Nationalstaaten vertreten. Und sie wollen natürlich den größten Teil des Kuchens abbekommen. Und das ist das Gute daran. Und habt bloß keine Angst, mit diesen Punkten zu sprechen. Wenn man mit jemandem aus der EU spricht, ist es oft viel schwerer, nützliche Informationen zu bekommen. Und es ist teilweise wegen den Gründen und der Regeln. Und vor 10 Jahren haben sie die Regeln geändert. Und ich finde, es ist tatsächlich, oder es war eine sehr lange Zeit so, dass es einen Projektofficer gibt, der einem Projekt sagt, ja, kein Problem, ihr habt gefragt, ihr könnt diese Veränderungen im Projekt machen, und dann zitiert man den Projektmanager. Und dann, wenn man tatsächlich die Veränderung macht, dann wird das nicht akzeptiert vom legalen Teil. Und nun ist das so, dass die Person, die einem diese Empfehlung gegeben hat, für ein Jahr dann sein Gehalt abgeben muss. Und das ist immer so ein gewisses Problem, wenn man die nicht wirklich offen sagen können, weil es eventuell halt dieses große finanzielle Problem geben kann, wenn man da einen Projektofficer fragt. Und okay, außerdem rede ich darüber, Hacking zu Geld für Hacking zu bekommen.
Ich habe schon über Bürokratie geredet. Es gibt so ein paar Abhängigkeiten zwischen Software und Bürokratie. Es geht darum, dass man die bei beiden darum, dass man die Welt in kleine Stücke macht und Abhängigkeiten zwischen diesen Stücken erstellt. Nur Software wird in der Regel automatisch ausgeführt und die Bürokratie, die zumindest die wir kennen, okay, es ändert sich so ein bisschen, aber es wird von Menschen ausgeführt. Und wenn ich jetzt darüber rede, Geldquellen zu hacken, bedeutet, meine ich damit Hacking im Sinne von verstehen. Man versteht, wie ein System funktioniert, wie ein Prozess funktioniert, wie die Regeln ausgeführt werden, wer involviert ist in den einzelnen Stücken. Und der andere Teil von Hacken ist, zu versuchen, das zu einem guten Sinn auszunutzen. Aber ich sage zu einem schlechten Sinn. Aber generell ist das Ziel, es für seinen eigenen Sinn, zum eigenen Ziel anzuwenden. Dezentralisation. Wie ist es möglich, dass die EU als zentralistische Institution Geld gibt für Dezentralisierung? Wie ist das, welchen Sinn macht das? Und ich werde jetzt nicht zu tief darüber reden, wie das funktioniert, aber es gibt ein paar Sachen, die man darüber sagen kann. Eine der Sachen ist, dass viele Leute, die innerhalb der EU sind, nicht glücklich darüber, dass es die ganzen Nationalstaaten gibt. Und um es sehr stark zu sagen, Dezentralisation ist vielleicht ein Weg, ein neues Europa zu bauen, die gleichmäßiger ist und nicht so sehr über die Nationalstaaten arbeitet. Also quasi deren Hintertür, um die Kultur in Europa zu ändern. Die andere Sache ist, dass ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen Zentralisation und Dezentralisation ist. Und das hängt immer davon ab, in welchem Umgebung man ist. YouTube zum Beispiel ist ein sozial dezentralisiertes System. Ich kann auswählen, welche Videos ich anschauen möchte. Und Google Hangouts zum Beispiel. Ich weiß, ich kann auswählen, mit wem ich Hangout machen möchte. Bei Facebook kann ich auch meine eigenen Freunde wählen. Aber weil wir dieses wenn wir da durchschauen können, sehen wir, dass im Hintergrund eine Entität ist, die daran arbeitet. Aber die soziale Erfahrung ist dezentralisiert und das ist schon seit einer Weile so passiert. Und eine Sache, die IT-Development ist mir endlich möglich machen, dass es nicht bei einer Entität gehören muss. Diese Plattformen können wirklich zusammen mit sich Zusammenarbeitung erstehen. Und auf unseren eigenen Geräten arbeiten. Wenn wir zusammenarbeiten, vielleicht neue Geräte, neue Sachen entwickeln, dann braucht man eventuell keine Firma, die den ganzen Wert, also den ganzen Geldwert aus den sozialen Interaktionen erfahren möchte. Aber im Endeffekt, was die meisten Menschen, die meisten Benutzer erfahren, das muss man bei den Erfahrungen mit den Benutzern reden, dann gibt es das Gefühl, dass man dezentralisiert ist. Ich habe mein Handy, ich kann das machen. Und die Erfahrung der Leute ist, dass sie dezentralisiert ist. Und nur wir wissen, wie das wirklich passiert, wie das wirklich zentralisiert ist. Und das muss man verstehen, dass Leute das nicht anders, eine andere Meinung dazu haben. Und das ist auch eine der Sachen, wo wir auf dieser Konferenz und bei anderen IT-Firmen darüber reden möchte. Und der Inhalt ist dieser Gated Community, ist immer das Vatikan-Problem. Wir vielleicht weniger bei dieser Konferenz, also ich war bei anderen Programmiererkonferenzen, wo es sehr viel stärker war. Wir sind quasi die Bischöfe, diskutieren die Welt und haben Ideen, welche großartige Ideen es gibt und wie alles passieren muss. Aber es gibt nur einige Aspekte davon hier. Und der andere ist horizontaler, quasi hippie-like und diverser, wo man nicht eine große Idee hat. Man hat vielleicht eine einzelne Plattform, zum Beispiel diese Konferenz mit vielen Regeln und Räumen und viele Möglichkeiten. Aber dass das wirklich passiert, ist dezentralisiert. Es ist komplett unsere eigene Entscheidung, zu welchen Vorträgen gehen, mit wem wir reden, was wir machen. Und was das
was wir daraus lernen können, wie können wir aus diesen bürokratischen Systemen herauskriegen, die Leute von ihrer eigenen Entscheidung fernhalten, ist eine große Frage und eine große Anzahl von Leuten, sogar in den Projektoffizieren in der EU, die dabei helfen wollen. Und es gibt Leute, die wirklich ausdrücklich daran interessiert sind, mehr interessante Leute, insbesondere vom Inhalten über zum Beispiel zum CCC zu erhalten. Und das ist wirklich etwas, was man ausprobieren sollte. Und zum guten Letzt, das ist das Bild, was ich heute Morgen gemacht habe. Wir haben diesen hauptsächlich horizontalen Aktivitäten, zum Beispiel große Keynotes und so, aber in großen Räumen und ein bisschen im Schatten von dem, was Yin Yang Yang Broadcast genannt hat. Wir haben diesen großen Broadcast, der versucht, die ganze Welt zu sortieren und alle Aktivitäten in eine sehr kleine Gruppe von Vorträgen zu schicken. Und das ist natürlich ein gewisses Problem, das ich auch persönlich fühle. Und seit den Anschlägen von Paris möchte ich überhaupt nichts darüber lesen. Diese ganze Sache, die sie in der Tagesschau oder den ganzen Politiker sagen, habe ich gesagt, nein, das ist eine ideale Idee, dass man überhaupt nicht über das Broadcasting zuhört. Also habe ich mich das Ganze ausgeschlagen. Ich lese in den Spiegel darüber. Die ganzen Broadcast-Systeme möchte ich nicht. Ich möchte mich nicht selber in diesem Bild neu erstellen. Ich möchte meinen eigenen Zusammenhang erstellen. Ich möchte die Zeit und auch die Ruhe haben, um das machen zu können. Um zu einem neuen Ort zu gehen. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Während dem Applaus möchte ich auch noch die Abmoderation machen. Sie haben den Vortrag Hacking von EU-Funding-Systemen zugehört. Dieser Vortrag wurde von Franz T. und Vautor übersetzt. Bitte schicken Sie Ihr Feedback at c3lingo auf Twitter oder eine Mail an lingo-content@lists.ccc.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt gibt es noch einige Fragen aus dem Publikum. Zum Beispiel eine Frage, gibt es veröffentlichte, erfolgreiche Proposals? Ich glaube, es gibt welche. Ja, alles bis auf das Geld. Ja, also es gibt tatsächlich hunderte davon. Wenn du mir eine E-Mail schickst, dann kann ich dir mindestens eins bis drei davon schicken von den Proposals. Und das ist ein guter Punkt. Wenn man sich gute Proposals anguckt, die 15 von 15 Punkten bekommen haben, es gibt da drei Kategorien. Exzellenz und Impact und in diesen Proposals kann man sehen, wie die Leute es tatsächlich machen. Ich bin mir nicht sicher wegen des Repositorium, aber frag beim nationalen Informationspunkt, aber sonst schickt mir eine E-Mail. Bloggen Sie darüber? Nein, ich blogge nicht darüber. Ich kriege nur Geld. Ich sehe die Nutzfunktion davon, aber ich bin nicht eine Firma, die Leute da informiert. Ich benutze keinen Twitter im Moment, aber es könnte sein, dass ich was auf dem Blog veröffentliche. So. Hallo. On Twitter ist actually a link for an proposal, which was auf Twitter ist ein Link für ein Proposal, das verschickt wurde. Und es gibt im Moment ein EU-Projekt, wo sie versuchen, bis zu 100.000 Anträge ins Internet zu stellen. Ja, also ein Teil, den ich geben kann, ist nochmal später über DEF zu diskutieren und uns da zu treffen im Kongress und über ein paar Beispiele und Hintergrundinformationen zu sprechen.
I want to know, you said there was PyPI as an example. Sie haben gesagt, dass PyPI ein Projekt war. Haben Sie irgendwelche anderen Projekte gesehen, die vielleicht sogar bekannt sind, die erfolgreich befunden wurden und sogar benutzt werden? Ja, also ich denke, da gibt es mehrere offene Projekte, wie zum Beispiel Freifunk oder andere Mesh-Projekte. Da, es gibt das Open Data Projekt, wenn man nach EU finanziertem Open Source Projekt sucht, dann findet man viele Ergebnisse. Und PyPI ist eins der ersten Open Source Projekte, was finanziert wurde. Und es gibt eine Sektion über Patente in diesen Regulierungen. Und bei dem Projekt war es halt so, dass sie null, zero, keine einzigen Patente angemeldet haben. Und es ist so, es gibt keinen großen Widerstand. Another question from the front right microphone. Will you tell us? Noch eine Frage vor dem von dem Mikrofon von rechts. Ja, gibt es noch irgendwelche Informationen zu Dynamik von Konsortien, die gegründet werden? Wonach suchen Sie da? Was ist ein Beispiel, wenn man Roleplaying Games möchte? Dann braucht man immer einen Kleriker und einen Zauberer und einen Krieger. Was braucht man für ein Konsortium? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du hast schon gesagt, was man dafür braucht. Also ein Krieger, ein Magier. I know at least one or two persons. Also ich kenne zumindest ein, zwei Leute, die in Projekten für die EU arbeiten, die meinen, dass man Zauberer braucht. Es braucht natürlich auch Krieger, aber vor allem Magier, die. We didn't deliver in the last year, yeah, but we want to have the money anyway. And then you have this. Man braucht Krieger, die für das Geld kämpfen, obwohl man nichts gemacht haben halten könnte, muss man das vor der EU rechtfertigen. Man kann entweder Druck auf die einzelnen Personen ausüben, die die Arbeit machen muss, oder auf die EU, um das Geld trotzdem zu bekommen. Ich denke, es gibt sehr viele Beispiele von Menschen an Universitäten, die von negativen, also schlechten Versuchen berichten können. Ich meine, es gibt viele Leute, also es ist wichtig, Leute zu finden, die Sachen zusammen machen will. Das ist mindestens 70% des Erfolgs. Wenn man alles durch die Linse, also von CEOs sieht oder von Firmen, dann würde ich sagen, das ist der falsche Ansatz. Ich kann natürlich off the record über ein paar Fehlversuche sprechen, aber naja. Ist noch eine Antwort. Es gibt kein zentrales Repository für Fragen, aber at opendata.cc haben wir unseren eigenen Antrag veröffentlicht und da gibt es ein paar mehr Fragen dazu. Ja, es gibt noch ein bisschen mehr dazu Fragen. Ja, wir schauen auf Community-driven Modelle, wie Medizin und Sozialsysteme arbeiten. Wie würden die aussehen, wenn es von Gruppen getragen wird und wenn es durch Gruppen gibt, die es normalerweise nur zum Markt oder vom State gibt. Die ganze Inhalt bei opencare.cc ist alles, der ganze Antrag drauf und dann können Sie danach mit uns reden und wir sind auch bei der Schreiber-Assembly. Ja. Sehr cool, danke. So you see, it's actually possible. Also seht ihr, es ist tatsächlich möglich. A little more informational question about eine weitere Frage. Wie ist eine kleine Firma in der EU definiert? For small companies easier to apply because the barrier is lower. So how is a small company defined? Wie sind kleine Firmen definiert? Wie viele Angestellte oder? Ich denke, sind auch zufrieden mit einer Person als Firma. Sie wollen nicht unbedingt ein Konsortium an Menschen. Also es ist eine Mischung. Und das ist eine Sache, die ich nicht klar gesagt habe. Und zwar, es gibt eine Firma,
die ist der Ringmaster, welcher das alles organisiert. Und das ist der primäre Kontakt zur EU. Und das muss eine Institution sein, die mit der EU sprechen kann. Und die EU ist sehr viel glücklicher, wenn Universitäten und Firmen mit diesem Microphone from left. Mit den Sprechen, ja. Im Fall, mit Kriterien, Impact, frage ich mich, wie schwer ist es für ein Projekt über Privatsphäre oder soziales Gutes da drin, da gut zu sein? Wie haben Sie darüber beschlossen, dass es einen ökonomischen Erfolg gibt dadurch? Ja, also wir haben einfach gesagt, dass es eine Nachfrage gibt nach Krypto-Software, aber es gibt nichts Nützliches. Also das Teil des Projekts ist natürlich auch ein nutzbares Projekt zu geben. Und da es diese Nachfrage gibt, ist es auch ökonomisch wichtig und es gibt viele Applikationen, die Millionen von Downloads haben, die Privatsphäre schützen. Und somit kann man sagen, dass etwas in diese Richtung zu tun, was man auch mit Umfragen verbinden kann, dass es einen Vorteil für die Bürger gibt, wenn man diese Software entwickelt. Und man kann natürlich auch das Argument machen, dass das hilft beim Produktentwicklung. Und das Framing, also ist die Sendung, die wir haben, ist marktliberal. Marktliberal ist natürlich eine große große Spannweite. Es gibt manche, die konzentrieren sich eher auf Marktfreiheit und andere mehr auf Freiheit. Aber am Ende ist es alles Marktwirtschaft. Noch ein paar kurze Fragen vom rechts Mikrofon rechts vorne. Sorry, can you please repeat the question? That's the country where you're incorporated. Die Frage, wo man gegründet drin ist, ist abhängig. Ja, also man braucht Firmen, die in der EU sind und ein zugehöriges Land. Zum Beispiel, was auch möglich wäre, wäre die Schweiz. Es gibt auch andere Projekte, die mit Zusammenarbeit mit Japan machen, die so weit zurückgehen wie der Zweite Weltkrieg. Ist nur ein Chat. Something else. I mean, whatever. Also, mich wundert nur, dass. Oder zum Beispiel Brasilien, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Die hauptsächlichen Träger vom Konsortium müssen in der EU sein. Man kann natürlich Leute einstellen, die aus anderen Ländern kommen, wie den USA. Das, damit ist die EU auch glücklich. To get funding, if you're, for example, from Germany or no, from another country. Aber es ist nicht wahrscheinlicher, dass man aus Europa kommt? Also nein, es ist nicht wichtig. Was wichtig ist, dass man proportionale sein Geld zurückbekommt. Ich weiß nicht, wie sie das machen, ob sie einfach mehr Proposals einreichen, aber es gibt eine ziemlich große Unterstützungsindustrie in Deutschland. Oder viele Aktivitäten, die qualifizieren. Ja, also es gibt Calls, die sagen, dass sie mindestens einen griechischen oder einen spanischen oder irgendeinen haben. Es gibt manchmal spezielle Regelungen für den Call, aber normalerweise braucht man drei verschiedene europäische Länder. Thank you very much, Holger, for this. Vielen Dank, Holger, für diesen wunderschönen Vortrag. Eine Runde Applaus für ihn. Vergessen Sie nicht, uns Feedback an 10.